Ja Leute, hier ist Webstone One mit mir, den Mr. Jumpy. Und ich bin hier mit MC Toxin. Hi. Und wir haben uns etwas mit den Pistons beschäftigt, mit den 7 Pistons in Minecraft. Und zwar haben die eine tolle Eigenschaft, denn sie sind besser als Repeater. Es ist so, dass sie beim Einfahren, also jetzt nicht beim Ausfahren, sondern beim, wenn die sich wieder einfahren, dann sind sie schneller als Repeater. Das kann man ja mal demonstrieren. Wir haben hier links einen Repeater, der auf einen Tick angestellt ist. Und hier einen Piston mit einer Fackel. So. Wenn ich jetzt die Fackel wegnehme, dann haben wir hier rechts den Piston, links den Repeater. Wenn ich die Fackel jetzt wegnehme, dann müsste die rechte Fackel zuerst angehen. Was sie auch tut. So. Diese Eigenschaft, ja, die ist so genial. Und zwar haben wir damit etwas rumexperimentiert und wir haben etwas gebaut. Und zwar nennen wir das eine Null-Tick-Busse. Eine Null-Tick-Line. Fast Null-Tick, ja. Also, ich erkläre es mal eben. Und zwar haben wir was gebaut, wo man ein Signal praktisch instant durchschicken kann. Also wir haben hier ein Signal, das wandert ungefähr, also es wandert genau 304 Blöcke weit. So, das fängt hier an und endet hier. Hier hinten. So. In einem S-Knowledge. In einem S-Knowledge, richtig. Und wir haben mal ausgerechnet, wie viele Repeater man bräuchte. Man bräuchte 21. Das heißt 21 Ticks, und die haben wir jetzt mal hier simuliert mit den Repeatern. Das sind 21 Ticks. So, dann haben wir hier einmal eine Lampe mit den Repeatern, den 21 Ticks. Hier mit unseren Pistenbusse. Die braucht 3 Ticks, damit ihr uns glaubt, haben wir hier nochmal einen Repeater gepackt mit 3 Ticks, der das beweisen soll. Kann ich drücken? Du kannst drücken. So, ihr habt gesehen, das Signal links ist viel später angekommen, wirklich viel später. So, ich kann das einmal zeigen, damit ihr uns auch glaubt. So, jetzt bitte einmal drücken. Nochmal. Ja, das ist echt genial. Also, das wandert. Oben an ist besser. Genau. Ist besser. Alle Pistons gleichzeitig. Mhm, wirklich gleichzeitig. Immer nochmal. Und damit ihr uns glaubt, dass es kein Mod ist. Oder Plugin oder so. Ja, Plugin. Genau, Plugin. Mod kann nicht gut im Multiplayer funktionieren. Nein, also Plugin. Und wie das Ganze funktioniert, das erklärt euch mal eben der Toxin. Hi. Also, das hier ist praktisch das Prinzip. Es hat einmal eine einfach invertedes System und ein doppel invertedes Signal. Falsches Wort. Also einmal ein einfach invertedes Signal und ein doppel invertedes Signal. Das doppel invertede schaltet das erst Knowledge immer wieder aus und das einfach invertede schaltet es ein. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch hier eine Fackel hinsetze, hat man jetzt gesehen, diese Fackel hier ging ganz kurz an und diese Redstone-Lampe ging ganz kurz aus. Somit kam hier ein Signal drauf und dieses erst Knowledge ist umgesprungen. Wenn ich jetzt die Fackel wieder wegnehme, zack, ist wieder ausgegangen. Ja, was genau war das darunter? Ist das hier jetzt kurz ausgegangen und die Fackel kurz an? Ja, okay, es ist eigentlich, ja, ist egal. Und dann hat es erst Knowledge wieder ausgemacht. Also wieder, hat praktisch, einmal haben wir hier den Set, das ist die Fackel, und den Reset ist die Fackel. Und ja, das funktioniert praktisch einfach nur Signalverlängerung in kürzester Zeit, sage ich jetzt mal. Dieses Teil ist recht simpel gebaut, das ist viel lang. Ne, mach's mal so. Ich mach's jetzt mal auf die Scheiße geflissen. So. Das ist alles, das sind immer diese Zwischenteile, sage ich jetzt mal. Mehr braucht man nicht, man braucht einfach nur einen Block, wo praktisch der Input reinkommt, das Input-Signal. Und hier diese Fackel unter dem Block von dem Repeater, der vor und zurückgeschoben wird. Man sieht schon, immer wenn ich jetzt, wenn das Signal hier an ist, passiert gar nichts. Erst wenn ich die Fackel jetzt wieder wegnehme. Ich kann praktisch die Fackel hinsetzen, passiert nichts. Erst wenn ich sie wieder wegnehme, wenn es wieder ausgeht. Man kann das einmal, man kann das einmal hier an unserem großen demonstrieren, wenn man jetzt hier statt dem Buttonsignal einfach eine, wenn ich mach das mal hier weg.
wenn ihr hier eine Fackel hinsetzt, dann geht das Signal wirklich durch die 304 Blöcke einfach durch. Ist dann hier, wenn ich es wegnehme, dann geht es auch nach 3 Ticks aus. 5 Ticks jetzt aus? Also, ja egal. Also die Ticks kommen von dem Erst-Knowledge und von dem Invertern am Anfang. So, die Pisten verbrauchen gar keine Ticks. Genau, die verbrauchen wirklich 0 Ticks. Das ist wirklich das Geniale daran. Das heißt, man könnte theoretisch diesen gesamten Raum hier füllen, der unendlich scheint, und man würde trotzdem, man bräuchte zwar Bots, aber es würde trotzdem 3 Ticks brauchen. Und jetzt nur noch die Frage, ob der Server das hält. Ja, genau, das wäre die Frage, ob der Server das hält. Aber es würde auf jeden Fall funktionieren. Man braucht halt nur diese, die zwei, sag ich mal, Stockwerke. Unten einmal, wo das Signal reingeht und wenn das Signal weggeht. Ja. Ja, und Knowledge wird einfach immer aktualisiert. Das heißt, es ist praktisch einfach, das kriegt ja einen kurzen Impuls, einmal für an oder einmal für aus, also einmal für Set oder für Reset. Und ja, deswegen ist es ja auch ein Ars Knowledge. Das ist ja kein D-Flip-Flop, sondern Ars Knowledge. Das heißt, wird immer geändert. Ja. Und wir können ja immer sagen, in welchem Sinne wir das gebaut haben. Und zwar bauen wir gerade da oben einen Anfang von einem großen Rechner, sag ich mal, der sehr viel und sehr weit rechnen kann. Nenne ich mal so. Näher, das werden wir euch noch sagen. In einem anderen Video werde ich es bekannt geben. Aber das wird auf jeden Fall sehr genial. Und es lässt sich noch sagen, dass dieses System, wir werden nochmal ein genaues Tutorial darüber machen, mit den ganzen Abfolgen. Jetzt habe ich da einen Witzern weggeschlagen. Kaputt gemacht. Das lohnt sich erst ab einer Länge von 45 Blöcken, also von insgesamt 3 Repeatern. Ja, also wenn es mehr als 3 Repeater braucht, besser genau. gesagt. Ansonsten hat es mehr Platz verbraucht. Also nicht wirklich mehr Platz verbraucht, sondern es hat einfach nur mehr Aufwand. Genau, es hat einfach nur 3 Repeater hinzusetzen. Also das ist ein echt guter Repeater-Ersatz und ich denke, da öffnen sich komplett neue Möglichkeiten. Man kann wirklich sein System, sag ich mal, das man gebaut hat, aktualisieren und ich denke mal um einige Ticks schneller machen. Und ja, das war auch alles, was wir euch zeigen wollten. Freut euch auf mehr, denn es wird auf jeden Fall viel, viel mehr kommen. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Jo. Ciao.